Ich bin die Romana und ich bin die Anna. Wir sind alle von der Handelsakademie Innsbruck und wir wollen uns da jetzt, also wir wollen euch da unsere Meinungen zum Thema Entwicklungshilfe vorstellen. Also die Sache ist, meistens fängt es halt so an, dass viele Leute wollen, dass sie die ganze Welt verändern müssen und dass sie spenden müssen und keine Ahnung was. Und das sind ja gute Ansätze. Aber die Sache ist, die, also wir finden halt, dass man im Kleinen anfangen muss, dass man schauen muss, dass man das Umfeld ist und dass das nachher auch zur eigenen Entwicklung beitragen kann. Ja, also eben, wie das geht, mit kleinen Schritten, dass man so anfängt und das dann übergreift auf größere Projekte. Das kann man jetzt entweder mit dem Punkt, das wir aufgeschrieben haben, aufhören, halt das Discountern einzukaufen, weil in solchen Billiggeschäften, da tut man ja einfach mal was Gutes. Oder also bei mehreren Hilfsprojekten mitarbeiten. Oder beginnen mit kleinen Schritten Ja, und wir hätten uns eben gedacht, dass man nicht nur wirtschaftlich denken soll, sondern auch sozial. Das heißt eben mit Discounter einkaufen, weil das ja nicht sehr sozial ist. Man soll eben auch friedliches Miteinander pflegen und vielleicht Schulbindung auch in der ganzen Welt mit uns. Ein bisschen toleranter.